Nun, es sind grob 200 Leute. Ja, dafür wurde ich nicht ausgebildet, da habt ihr wohl recht. Aber ich tue, was ich kann. Wie gesagt, viele unserer Lieutenants und ja, die Hauptmänner, sie fehlen einfach. Ich kann mir das nicht erklären. Nun, die planetare Verteidigungsstreitkraft mag nun nicht ganz so gut aufgestellt sein wie die imperiale Armee, aber zumindest habe ich angenommen, dass wenn es um unseren Planeten geht, dass man doch dann seine Heimat verteidigt und nicht desertiert. Ja, das ist in der Tat besorgniserregend, aber ich sehe, ihr macht eure Sache gut, Corporal. Weiter so. Nun, ich hatte zwar bisher noch keinen direkten Kontakt, aber uns wurde gesagt, dass es wohl ein Oberstleutnant geben soll. Er soll sich wohl im Blinden Heiligen zurückgezogen haben mit einigen anderen Männern. Meines Wissens ist das der höchste Rangoffizier, der wohl noch aushält, aber wir hatten keinen direkten Funkkontakt mit ihm. Zumindest von hier aus nicht, aber uns wurde eben darüber berichtet, über die anderen Märkte, dass er wohl dort sein soll. Nein, versuchen Sie, Verbindung zur PVS-Basis aufzunehmen. Haben wir bereits versucht, Sir. Aber? Etwas stimmt mit dem Funk nicht. Unser Vox funktioniert. Ihr könnt es gerne überprüfen, wenn ihr mögt, aber die Reichweite scheint wohl zu knapp. Selbst mit den Verstärkungen, die wir montiert haben. Habt ihr die Frequenzen durchprobiert? Selbstverständlich. Wir haben um Hilfe und um Ersatz gebeten, aber von dort aus gibt es nur noch Rauschen. Aus dem Süden haben wir, wie gesagt, auch gefragt, aber auch die haben zu wenige Männer. Also die PVS-Basis ist in loyalen Händen und das Trosshold-Anwesen schickt Verstärkung. Dann harren wir aus. Es kann allerdings noch ein wenig dauern. Nun, wir werden bis zum letzten Mann kämpfen, um an der Seite des Imperators zu sitzen, wenn es soweit ist. Versucht untereinander diese Standorte zu kommunizieren, dass jeder Bescheid weiß. Das werde ich sofort tun. Wollt ihr euch auf den Weg machen zum nächsten Lumpenmarkt, meine Lords? Ich denke, das Ziel des blinden Heiligen könnten wir in Angriff nehmen. Ja. Wenn dort wirklich einer der Offiziere zu sein scheint, wie ihr seid, habe Interesse, ihn kennenzulernen. Seid bitte vorsichtig, Vorsichtig. gerade wenn ihr über diese Märkte fahrt. Hier gibt es Scharfschützen. Bin mir zwar nicht ganz sicher, ob sie euch wirklich verletzen können, weil ihr unsterbliche Engel seid, meine Lords, aber ich möchte euch nur darauf hinweisen. Scharfschützen überall. Verstehe. Und dann sorgen wir dafür, dass sie keine Möglichkeiten haben zu schießen. Sie verfügen über normale Scharfschützen, Lasergewehre oder schwere Waffen? Nun, es gibt Scharfschützen, Lasergewehre, ei. Sie haben aber teilweise auch wassergekühlte Maschinengewehre. Nun gut, das ist beides kein Problem. Hab Dank für eure Warnung. Wir werden aushalten. Für euch. Für den Imperator. Der Imperator beschützt. Und dabei schlägt sich Tordal einmal kräftig auf die Brust. Borgen, bring uns weiter. Jawohl, Richtung Blinde Heilige. So verstanden? Ja. So verstanden. Und es geht los vom Lumpenmarkt Richtung Blinde Heilige. Okay, dann gib mir mal einen Wurf auf ja, Aufmerksamkeit. Oh Herr. Wollen wir es mal probieren, wa? Modifiziert? Ich würde sagen, mit der Chimäre ist es sogar doch Messdinge, sowas wie ein Auspex, das du angeschaltet hast. Ich hätte eine plus 30. Okay. Hier oben auf dem Dach auch? Nee, vom Dach nicht. Du guckst immer noch nach draußen. Ja, nee, brauchst nicht. Zumindest nicht von da oben. Aber morgen, wenn du dir den Auspex-Daten deiner Chimäre anguckst, du hast natürlich den Helm übergezogen, sodass dann die Daten direkt auf deinem Display landen. Und du kannst dann erkennen, wie wohl aus einem der großen Hubblöcke auf der anderen Seite des Lumpenmarktes, wie man heraustritt mit einer schweren Waffe, die wohl kein Maschinengewehr zu sein scheint oder auch kein Lasergewehr, sondern wohl ein Panzerknacker, ein Raketenwerfer. Oh Scheiße! Oh Scheiße, wo und was? Was? Wie, wo? Milord, ein Raketenwerfer. Wo? Ich guck mich um. Ich deute mit einer Hand in die Richtung, wo ich ihn gesehen habe.
Ja, super. Ich sitze auf dem Dach. Ich sehe deine Hand nicht. Wo? In welche Richtung? SL nochmal, welche Richtung? Ja, direkt irgendwie vor euch Nord-Nordost. Vor uns Nord-Nordost. Wenn ich das höre und sehe, Ich zieh mal einen Bolter und leg sofort in die Richtung an und schau mich um. Und ich schau mich um und sobald ich was sehe, schalte ich das Sprungmodul an. Ja, jetzt mit dem Sprungmodul wegkatapultieren von der Chimäre. Ihr könnt auf alle Fälle noch eine ganze Menge andere Rebellen erkennen, die jetzt noch aus den Hardblocken herauskommen. Feuern natürlich mit den verschiedenen Waffen, die dann nutzlos an der Chimäre abprallen. Aber ja, gebt mir nochmal eine Aufmerksamkeit, jetzt von euch mit einer plus 20. Also die oben drauf sind, vier drin sichern. Plus auch im Inneren, also wenn ihr... Okay. Also Wilhelm kann sich dann auch an den schweren Beuter der Chimäre setzen, wenn er möchte. Ja, ich verlasse mich auf meine Brüder, dass sie einen Mann mit einem Raketenwerfer schon tot kriegen. Ja, wenn ihr es geschafft habt, könnt ihr ihn auf alle Fälle ausmachen. Und dann zündet das Prometheum in dem Sprungmodul von Tordal und du katapultierst dich in der Geschwindigkeit ihm entgegen. Der schaut euch nur an, euch entgegen, überlegt noch kurz, ob er den Raketenwerfer nach oben richtet, um dich selbst zu zerschießen, aber entscheidet sich dann wohl um und richtet ihn wieder auf die Chimäre, bereit zu sterben, wenn er dann trifft oder nicht trifft, aber eure Chimäre zu vernichten. Ja, ich möchte ihn so schnell wie möglich erschießen, möglichst bevor er schießen kann. Okay, für dich ist es eine Distanz von, ich würde sagen, 50 Metern, während ihr über den Lumpenmarkt rattelt und, ja gut, Tordal müsste dann eben sein Sprungmodul anbekommen. Ich treffe ohne Probleme. Ja, Tordal, du versuchst es, du drückst auf die Runen, aber der Maschinengeist ist wohl noch verärgert. Du weißt nicht genau, was deine eigenen Relikte, die du bei dir trägst, mögen ihn wohl gerade nicht besänftigen, aber er nimmt es dir wohl immer noch übel, dass du die beiden Menschen mitgeführt hast, auch wenn sie nicht viel wiegen, aber der Maschinengeist ist ja trotzdem nicht auf deiner Seite, grummelt vor sich hin, sodass das Prometheum nur noch rausgerotzt wird, aber der Feuerfunke nicht überstülpt. Und dann kannst du schon den ersten Schuss hören von Bruder Octavius. Einzelschuss, mitten in die Brust oder sowas. Ja, der Brustkorb explodiert, der Raketenwerfer wird fallen gelassen und ihr fahrt über den Rest. Während der Rest irgendwie anbrandet an eure Chimäre, könnt ihr noch mit euren Kettensägenschwertern nach ihnen hacken und Arme abschneiden. Und dann seid ihr über den Markt verschwunden, in der nächsten Gasse bzw. Hauptstraße oder wo auch immer. Der Kalistria-Distrikt ist auf alle Fälle nicht mehr ganz so gut ausgebaut wie Portica. Hier gibt es dann auch nicht nur Beton, sondern auch irgendwelche Steingebäude. Teilweise sind die Straßen dann auch nur noch matschige Pisten und bestehen dann selber nicht mehr irgendwie aus gegossener, gefertigter Straße, sondern nur aus Trampelpfaden. Aber mit eurer Chimäre ist eben das auch kein Problem. Wie hoch sind eigentlich die Häuser so im Durchschnitt her? Also die Hardblocks haben nicht mehr dieses Ausmaß, was es im Portica-Distrikt war. Hier maximal 5 Stockwerke, würde ich dir sagen. Also das ist schon klein, wenn ihr euch andere Hauptstädte anguckt oder andere Hubblöcke generell. Die können dann ja auch mehrere hundert Meter mal hoch und auch lang sein. Ja, okay. Ja, ist wie gesagt eine Agrarwelt, die Standardtechnologie besitzt, aber man kann hier eben sehen, dass es dynamisch eben ausgebaut ist und dann eben um den Avalos Raumhafen herum dann gewachsen und gewachsen ist. Aber wie gesagt, die Qualität nimmt durchaus ab. Vor allem dann merkt man den Unterschied vom Portica in den Kalistria-Sektor, wenn es dann über die Brücke ging. Ja, so könnt ihr weiter rumpeln und erreicht dann irgendwann einen großen Platz, vor dem ihr erkennen könnt mehrere weitere Gebäude, die dann auch die 5 oder 6 Stockwerke nach oben ragen. Und wenn ihr anhaltet, könnt ihr auch sehen, nicht nur Maschinengewehrnester, die oben auf den 4 Gebäuden positioniert sind und ein Gebäude in der Mitte des Marktes einnehmen, beziehungsweise dann mit Deckungsfeuer versehen, als auch könnt ihr Rauschen aus eurem Vox hören und da wohl irgendwelche Rückkopplungen hören. Und das Gebäude, was dann wohl
ja, von dem Maschinengewehr niedergehalten wird, beziehungsweise bespickt wird das ein oder andere Mal, weniges Feuer, was da wohl ein Laser oder Maschinengewehrsalven gegenbrandet. Ihr könnt darauf erkennen, eine Statue auf dem Dach mit einer Person mit verbundenen Augen darauf. Das muss der blinde Heilige sein. Eine uralte Kneipe. Das heißt, die Maschinennester feuern auf das Gebäude, habe ich das richtig verstanden? Genau, immer mal stoßweise von verschiedenen Häusern. Wenn ihr euch jetzt nähert, könnt ihr ein Gebäude im Osten erkennen, zwei Gebäude, die nebeneinander stehen, unterschiedlich hoch, im Nordwesten von euch und eins im Südwesten, was dann eben so dort nach oben ragt. Und das Gebäude ist eben umstellt. Und immer mal wieder kann man einzelne Gewehrmündungen erkennen, die aus den Fenstern gehalten werden, kurze Schüsse, und dann antworten die umstellten Rebellen ebenso mit dem Feuer und Branden. Also man kann erkennen, dass die Rebellen die Leute sind, die draußen sind, und PVS ist drin, ne? Korrekt. Damit sind im Prinzip die Imperialen die Rebellen, die sich hier verschanzen. Das war ja das, was der Adept fälschlicherweise gesagt hatte. Der letzte Funken Widerstand. Der Rest, übrigens im Gegensatz zum Portica-Distrikt, wo es überall Kämpfe gab, Kalistria ist mittlerweile sehr still geworden. Es gibt zwar noch die vereinzelten Lumpenmärkte, an denen ihr vorbeigefahren seid, aber der Rest von Kalistria ist bedrückend still. Sämtliche Bewohner haben sich in ihre Häuser verzogen. Es gibt kein offenes Feuer mehr. Nur noch dann eben an diesen Lumpenmärkten und jetzt am Blinden Heiligen, wo es eben diesen großen Platz gibt. Der Rest ist wohl schon überrannt und überlaufen. Nun, Brüder, ich glaube, wir sollten hier mal den Kampf beenden. Ja, was haltet ihr davon, dass wir diese Belagerung erst einmal durchbrechen, bevor wir uns an den Offizier dort drin wenden? Meine ich doch. Wir sollten diese Stellungen einfach ausräuchern. Das finde ich auch. Und ich habe das Gefühl, dass hier möglicherweise der Ursprung des Störsenders liegt. Wir hatten eben eine Rückkopplung in unserem Vox-Empfänger. Ja, Brüder, marschiert und bestraft ihre Heresie. Und mit diesen Worten würde ich mich von der Chimäre schwingen und in das nächstbeste Haus marschieren. Ja, dann lass uns zwei Space Marines pro Haus. Und machen wir erstmal zwei Häuser weg. So sei es. Ich gebe Deckung aus der Chimäre, Milords. Sehr gut. Ja, insgesamt sind es vier Häuser, die den blinden Heiligen belagern. Eins, wie gesagt, im Osten. Von dort aus seid ihr gerade rangefahren. Zwei im Nordwesten und eins im Südwesten. Und vor euch, direkt neben dem Hardblock, könnt ihr... Die haben euch auch noch nicht bemerkt. Auch wenn die Chimäre ein bisschen rumpelt, rattert und Prometheum-Rauch ausspuckt. Aber die haben euch aufgrund einfach der Maschinengewehrsalben oben drauf sitzen noch nicht bemerkt. Dann, Bruder Tordal, lass uns doch das südliche Haus nehmen und Bruder Gabriel und Wilhelm hier das östliche gleich. Und dann treffen wir uns danach im Norden. Ich finde dies eine hervorragende Wahl. Gut, Bruder. Zeigen wir ihnen, was es heißt, sich gegen den Imperator zu stellen. So. Lasst keine gehen. Gnade, kein Mitleid. Lasst uns die Verräter richten. Zeigen wir ihnen, was der Imperator an Zorn aufbringen kann, wenn er seine Bürger verrät. Wilhelm, wenn du nach oben sprintest, kannst du wohl nach einiger Zeit bemerken, wie die Tür ein weiteres Mal aufgeht und Gabriel dir folgt. Kannst du den Schritten auf alle Fälle hören, beziehungsweise nicht hören, weil er so sehr leise ist, trotz seiner Servorüstung. Und wenn ihr dann nach oben stapft, die Treppe in dem Hubblock ist gewaltig breit und groß, fünf Stockwerke nach oben, bis dann die letzte Tür vor euch dann wohl in den Angeln hängt, könnt ihr auch das Maschinengewehrfeuer von dort hören, wie sie sich dort auch mit rauen Stimmen kehlig unterhalten, wie sie dort wohl sitzen und mit euch noch gar nicht gerechnet haben. Doch wenig Wachen oder so etwas, die dort stehen, sondern ihr könnt dann fünf Leute vor euch ausmachen, die dort hocken. Einer, der irgendwie Wasser daneben hat und das ganze Maschinengewehr kühlt,
und die anderen, die dann irgendwie mit Lasergewehrfeuer grob in die Richtung zielen und halten und lachen. Meiner Einschätzung nach sind das alles normale Menschen. Also du hast natürlich nicht den Geruchssinn eines Space Wolves, aber von ihrer Sprache her bist du der Meinung, ja. Das ist Abschaum. Abschaum aus der Straße, so wie du ihn quasi überall in den Hardblocken findest, vor allem in den großen Metropolen. Das ist normaler menschlicher Abschaum. Wunderbar, dann würde ich mein Messer ziehen, um Munition zu sparen und auf die zustürmen. Ja, die Tür explodiert dazu gegen, sie rempelst, wird nach außen gedrückt und mit deiner unmenschlichen Schnelle kannst du dann eben erkennen, wie sich der Erste wohl noch in deine Richtung grob umdreht, versucht wohl auch noch sich auf dem Bauch liegend das Maschinengewehr irgendwie in deine Richtung zu buxieren und während du auf ihn zustürmst, bist du der Meinung, das Leben von ihm ist schon zu Ende. Würfel doch gerne mal ein Kampfgeschick. Gabriel, willst du hinterher stürmen? Ja, ich mit meinem Zeremonienschwert in der Hand bin einige Schritt hinter unserem Bruder Wilhelm und hole nach dem Ersten aus, der sich entsetzt und in unsere Richtung schaut. Ja, die Klinge in deiner Hand zuckt nach vorne, durchsäbelt nicht nur den ersten Menschen, sondern auch direkt danach den zweiten. Sie versuchen auch ihre eigenen Laserpistolen oder Lasergewehre in eure Richtung zu schwenken. Der eine oder andere Schuss, der dann auch gegen das Keramid brandet, aber sie hauchen nach kurzer Zeit ihr Leben aus und du kannst eben sehen, wie sie eben wenig euch entgegenzusetzen hatten. Wenn ich mir jetzt deren Ausrüstung angucke, wie wertvoll ist die? Also halte ich die für nützlich oder ist das einfach Schrott? Die Ausrüstung ist im Prinzip gar nicht so sehr schlecht, nein. Also das ist standardimperiale Technik, die wurde denen wohl von anderer Position ausgegeben. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie in den Straßen und Gassen normalerweise findet. Das ist PFS-Material. Ja, wunderbar. Dann würde ich es einsammeln. Gut, nimmst du das schwere Maschinengewehr, legst es über deine Schulter, kannst noch einer der Leichen Tritt geben, dass sie dann übers Haus runterfällt, wenn du möchtest. Und dann mit einem Nicken zu Gabriel wieder die Treppe nach unten marschieren. Gebe durchs Vox durch. Lass das Gebäude sauber. Wir bewegen uns zum zweiten. Gibt uns eine Minute. Wir haben einen längeren Weg. Jawohl. Genau so ist es. Den Platz etwas umrunden, sodass ihr dann eben nicht über die offene Flanke hineinlauft, wo man da euch dann sieht, sondern eben südlich gehalten an den Hardblocks im Schatten der ganzen Gebäude, bis ihr dann den südwestlichen Bereich findet, ein sehr schmales, nach oben gezogenes Gebäude, was wohl trotzdem dann 6 Stockwerke hat. Und ihr könnt es nicht nur oben auf der Terrasse erkennen, sondern eben teilweise auch in einem der Fenster in dem Stockwerk darunter, wo dann eben ein Lasergewehr aufgebockt ist und herausragt, einige glitzernde rote Schüsse, die dann davon abgefeuert werden. Und das sind also 2 Stockwerke, die ihr dann säubern müsstet. Alles klar. Ich würde als allererstes mal meine Nase verwenden, ob es hier nur nach Abschaum riecht oder auch nach diese verdammte Xeno-Brut. Ja, du schnupperst einmal und du kannst auch nochmal eine Aufmerksamkeit würfeln. Oh yeah. Ja, du bist dir sicher, dass dass wieder ein General dabei sein müsste, der noch nicht transformiert ist. Der hat wohl noch menschliche Gestalt, aber seine Gene sind auf alle Fälle kaputt. Bruder, wir haben wieder einen dieser abscheulichen Generäle, die sich transformieren. Er scheint noch nicht ganz so weit zu sein wie die anderen. Aber er begibt sich in die Richtung. Dann sollten wir ihn auf jeden Fall dem Imperator zufügen. Auf jeden Fall. Dann lasst uns schnell handeln, bevor er noch etwas Schlimmeres wird. Und außerdem, der Gestank ist einfach abscheulich. Ja, du hast recht. Gut, dann stürme ich in die Tür unten rein. Ja, dann könnt auch ihr die Treppen nach oben sprinten mit eurer unmenschlichen Physis, die Stufen dann eben abkürzen
Und ja, dann habt ihr kurz vor dem letzten Stockwerk, müsstet ihr euch eben entscheiden, wie ihr euch aufteilt oder aber ob ihr erst den unteren Stock macht und danach den nächsten. Also ich würde meinem Bruder den Vortritt lassen und bleibt dann noch so lange auf dem Treppenhaus stehen, ob er in Bedrängnis kommt auf dem Stockwerk, und wenn nicht, dann gehe ich weiter nach oben. Dann werde ich dies folgen und mich dann den ersten Stockwerk zuwenden. Gut, machst du es als Sturmangriff durch die Tür durchbrechen? Oder möchtest du? Ja. Nö, das geht rucki zucki. Gut, dann brichst du hindurch, siehst dann dort eben, wie ein Scharfschütze auf einem der Betten liegt, sein Lasergewehr durch das Fenster ragt, und selbstverständlich hat er sich schon nach dir umgedreht. Was zum? Und dann kannst du dein Schwert hineinbringen, das sägst dann mal durch seinen Brustkorb hindurch. Und sonst war da jetzt keiner? Der war alleine. Okay, dann sprinte ich sofort weiter nach oben. Gut. Sag über Vox, folge mir dann. Ja, das tue ich dann auch. Ja, wenn du nach oben sprintest und in der Hoffnung, das Tor da dir folgt, vor dir auch wieder eine Tür in den Angeln hängt, und wenn du dann hindurch schreitest, kannst du schon sehen, wie das Maschinengewehr wohl gedreht worden ist in aller Hektik. Du siehst wohl auch, wie mittlerweile 3-4 Laserpistolen in deine Richtung gehalten werden, und dann knackt es. Das Maschinengewehrfeuer fängt an, in deine Richtung zu spucken. Ja, ich versuche eine Flugrolle zu machen, irgendwie auszuweichen. Gut, gehen wir eine Ausweichenprobe. Schauen wir mal, die sind auf alle Fälle sowas wie vorbereitet. Das klappt nicht, nee. Dann gucken wir mal, was die Maschinengewehre, Maschinenpistole, schweres Maschinengewehr, 2W10 plus 4. Dann haben sie 2 Erfolge und dementsprechend würden 2x 14 Schaden gegen dich kommen, ne? Genau, mit DS2 kommt nichts durch. Okay, gut, dann schrappen die Schrapnelle auf dein Keramid und zerkratzen deine schwarze Rüstung. Ja. Davor bringen, sodass du dann eben nicht mehr irgendwie auch zurückgedrückt wirst oder den Impuls so sehr spürst, stellt sich noch einmal gegen das brandende Feuer, die Lasergewehrschüsse sind dir egal, und dann kannst du auch spüren, wie Tor da neben dir aufkommt. Ja, ich möchte sofort schießen, also, weil das mit dem Maschinengewehr ist schon ein bisschen heftiger. Vertraue ich jetzt nicht aufs Kettenschwert, ich möchte den erschießen, den Schützen. Okay, dann gib mir mal einen Schuss. Das haut wohl hin. Das ist auf alle Fälle ein Treffer. Ein Kopftreffer sogar. Gut, dann explodiert durch den Schuss, ihm direkt durch den Körper gebracht, der Schuss geht in den Kopf hinein, und die Kapsel, die Bolterschusskapsel, löst sich ihm im Inneren, sodass dann der Körper abgetrennt wird und Teile seines irgendwo unter dem Brustkorb fetzt dann auf den Platz unter ihm. Die anderen schauen mit schockgeweiteten Augen zu dir, zu deiner rauchenden Boltpistole und zu dem Space Wolf, der jetzt mit zuckenden, blutigen Kettenschwertern neben mir auftaucht. Genau, und diese Momente des Schockes nutze ich aus und fliege im wahrsten Sinne des Stürmers an meinem Bruder vorbei und ramme dem einen die Kettenaxt in den Hals, und dem anderen versuche ich damit dann irgendwie den Kopf abzutrennen. Also falls der Tordal noch irgendjemanden übrig lässt, dann nehme ich mich auch da im Nahkampf dem an. Okay. Dann könnt ihr jetzt bemerken, und das bemerkt dann auch Worgen im Inneren der Chimäre, wie wohl die Schüsse von den anderen beiden Gebäuden umgeschwenkt werden und sowohl jetzt der Hubblock im Osten als auch der im Südwesten behagt werden und die Terrassen nun beschossen werden. Weiteres schweres Maschinenwehrfeuer, was in eure Richtung brandet. Kann ich aus den Luken heraus versuchen, die MG-Position zu unterdrücken? Ja, das kannst du machen. Dadurch, dass die Chimäre sich gerade nicht bewegt, kannst du auf den anderen Sitz überschwenken. Stülpst nochmal das Auspex, mit dem weißt du, bist du weiter verkoppelt. Du guckst dir das eben auf deinem Sichtfeld an und schwenkst dann die Boltkanone selber rum, wenn du möchtest. Ja. Würde ich machen. Gut, dann gib auch du mir bitte einen Schuss von deiner Position aus, über den Platz hinüber. Ich würde mal sagen 100 Schritt. Und das sollte höchstwahrscheinlich auch reichen. Ja, dürfte treffen. Ja, so trifft. Auspex auf alle Fälle. Damit bekommst du ja auch den einen oder anderen Bonus. Und so kannst auch du die Terrasse zerfetzen
sodass dann Steine wegbröckeln und die Leute auf alle Fälle von ihrer Position weggetrieben werden, sodass das Feuer wieder aufhört zu schießen. Aber ihr habt Aufmerksamkeit auf euch und die Heimlichkeit ist passé. Na gut, aber wir haben jetzt schon mal zwei Stellungen ausgeschaltet, ne? Korrekt. Was tun wir? Space Marines. Space Marines sind nicht bekannt für Schleife. Also hat gerade jemand Feuer auf unser Haus eröffnet, korrekt. Wie weit sind die von uns weg? Von deiner Position aus 70 Schritt. Wunderbar, dann möchte ich ans nächste Fenster herantreten. Einmal in deren Richtung blicken und mit dem Heavy Bolter mal das Feuer erwidern. Ja, du merkst wohl auch, dass die Chimäre direkt unter dir ebenso das Feuer eröffnet hat. Du hast aber von hier aus noch eine bessere Position, weil du eben auf der gleichen Höhe bist und könntest sie sogar sehen, wie sie da gerade die Maschinengewehrstellung abbauen und versuchen dann eben so schnell wie möglich vom Dach zu fliehen. Kannst aber natürlich noch hinterher schießen. Feuer. Ja. Ja. Bestraft ihre Heresie. Das sind ein paar Erfolgsgrade. Sie weichen nicht aus, weil sie gerade abbauen und versuchen dann eben zu fliehen. Schadenspunkte. Ich möchte gerne nicht den das Heavy Maschinengewehr treffen. Ich möchte die jetzt sammeln. Ja, mit den Erfolgsgraden. Willems neues neue Kette. Ja, 25. 2W10 plus 10 oder was machst du an Schaden? Ja. Wow. Okay, dann. Gezielte Schüsse, sowas wie Einzelschuss ist mit deinem Heavy Bolter schwierig möglich, aber so gezielt wie du schießt, hältst du dann einfach weiter nach oben, sodass nur noch die Köpfe weggesprengt werden, bis dann ihre zuckenden Körper auf die Knie aufschlagen oder irgendwie gegen die Hausmauer gebrandet werden und dort dann eben zuckend liegen bleiben.